Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Bücherzauber. Ich bin Annika und ich habe euch heute meine Neuzugänge für den Juli mitgebracht. Beziehungsweise eigentlich sind es alle Bücher, die hier neu dazugekommen sind, die in meinen Videos nicht aufgetaucht sind in den letzten 2 Monaten. Ich habe wieder jede Menge Neuzugänge, aber das meiste war gar nicht so richtig gewollt. Also ich habe mir nicht bewusst Bücher gekauft, immerhin. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt, euch die zeigen zu können. Wir fangen an mit der Vervollständigung von einer Reihe, die ich mir letztens zugelegt habe. Und zwar Juwel von Amy Ewing, Die weiße Rose. Das ist der zweite Teil. Ich habe das letztes Mal, glaube ich, völlig durcheinander gebracht. Teil 1 und 3 habe ich schon. Und das ist jetzt der zweite Teil. Der sieht so aus. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber der hat kein Glitzer, sondern das ist, als wären da Regentropfen drauf. Ich glaube, das ist... Naja, doch, man sieht die Regentropfen schon. Die sind so ein bisschen glossy. Ich lese euch mal den Klappentext vom ersten Teil vor. Teil 1 habe ich mir hier nämlich mal hingelegt. So sieht der aus, der glitzert auch. Und ich lese euch jetzt einfach mal den Klappentext vor. Darf ich dir eine Frage stellen? Nummer 197, sagte Lucien leise. Willst du dieses Leben? Prunkvolle Schlösser, schöne Kleider, rauschende Feste. Stell dir vor, du wirst aufgrund deiner Begabung für ein solches Schwelgen im Luxus auserwählt. Du darfst im Palast der Herzogin wohnen, aber was passiert, wenn du ihr trotz deines herausragenden Talents und deiner außergewöhnlichen Schönheit nicht geben kannst, was sie verlangt? Hinter den glänzenden Fassaden des Juwels lauern Manipulation, Gewalt und Tod. Diese Reihe wurde empfohlen von Ruby Red Books. Ich verlinke euch das Video mal, wo sie es empfiehlt. Das ist ein super sehenswertes Video. Und ja, ich wollte die dann gerne haben, weil es soll so ein bisschen dystopisch sein und ein bisschen Fantasy. Und es geht auch wohl darum, dass diese Frauen, die auserwählt sind, Kinder bekommen müssen. Klang für mich auf jeden Fall richtig spannend und jetzt habe ich halt alle 3 Teile da. Und damit wandert das halt auch in mein Subglas und vielleicht lege ich ja dann demnächst los. Ich habe auf jeden Fall richtig Lust. Ich glaube, das ist die Reihe, die ich gerne als nächstes lesen würde. Mal schauen, wann das dann stattfindet. Dann haben wir ein Buch, was ich geschenkt bekommen habe von der hiesigen kleinen Bücherei, die wir haben. Die haben nämlich Bücher aussortiert und dann durfte man sich was mitnehmen. Und da habe ich mir einmal das hier mitgenommen. Seht ihr das Bild? Das ist Baron Münchhausen. Oder Münchhausen einfach nur. Auch genannt der Lügenbaron. Und das ist ein Kinderbuch zum Vorlesen. Ja, das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Auch aus dieser Sammlung von unserer Bücherei eine ziemlich hübsche Sammlung von Winnetou bzw. von Karl Mays, Winnetou und Old Shatterhand. Die sehen von der Seite so aus. Fand ich auf jeden Fall richtig cool. Sehen total schön aus im Regal. Und da habe ich ein paar, also alle mitgenommen, die da waren, einmal Untergeiern. Der Schatz im Silbersee, auf den ich mich am meisten freue, weil den kennt man ja auch. Dann habe ich Winnetou 1, 2 und 3. Ja, Vorsicht, dass mein Stapel hier nicht umkippt. Das sind die 3. Und dann habe ich noch Old Shatterhand, Old Shorehand Teil 1 und 2. Wollte ich immer schon mal haben. Lief mir aber noch nicht irgendwie geeignet vor die Nase, deswegen habe ich sie nie mitgenommen. Jetzt habe ich sie halt kostenlos mitnehmen können und damit auch vorm Mülleimer bewahrt. Das ist ganz schön. Da freue ich mich drüber und ja, die werde ich irgendwann mal lesen, wenn ich dazu Lust habe. Ist aber auch eine Sache für Subglas. Vielleicht fange ich dann mit der Reihe auch an. Jetzt kommen wir zu einem, über den ich mich unwahrscheinlich gefreut habe, als ich ihn bekommen habe. Das ist Days of Blood and Starlight von Laini Taylor. Das ist der zweite Reihe der Zwischen den Welten Reihe, der zweite Teil, ja, ach Gott. Genau, und ich versuche ja gerade, die als Hardcover zu bekommen. Übrigens, das ist das gleiche Video, in dem Maren und in dem Ruby Red Books die anderen empfohlen hat, Maren die hier empfohlen. Und ich war so gehypt, nachdem sie das erklärt hat. Und ich kann euch jetzt leider nicht wirklich erzählen, worum es geht. Denn das Problem ist,
man kann den Klappentext nicht lesen. Der Klappentext ist ein unglaublicher Spoiler. Und deswegen möchte ich euch den nicht vorlesen. Ich habe ihn selbst nur teilweise gelesen und mich zu Tode geärgert. Deswegen gibt es hier jetzt keine Erklärung. Und da ich es nicht gelesen habe, kann ich es halt auch nicht spoilerfrei zusammenfassen. Zumindest so viel. Es geht darum, dass es Türen gibt. Wenn man da durchschreitet, kommt man irgendwo auf der Welt raus. Und diese Türen sind alle in dem Haus, wo unsere Protagonistin lebt. Und eine Tür darf sie nicht benutzen. So, das ist das Einzige, was ich euch erzählen kann. Und das, finde ich, klang schon total toll. Ja, jetzt das Problem mit dieser Reihe ist aber, man kriegt sie als Hardcover nicht mehr. Als Taschenbuch sind sie, kann man sie noch kriegen, so auf eBay Kleinanzeigen und auch bei Rebuy und diesen gängigen Seiten. Aber es ist fast unmöglich, sie als Hardcover zu kriegen. Besonders dieser zweite Teil, den habe ich nie irgendwo gesehen. Und als ich den Kaufalarm dann gekriegt habe, habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ich glaube, ich habe auch 25 Euro für das Buch bezahlt. Oder vielleicht auch nur 15. Ich kann ja nochmal nachgucken, dann schreibe ich es euch rein. War mir auf jeden Fall das Geld wert. Das ist so schön, auch unter dem Cover, unter dem Schutzumschlag. Ich finde das richtig klasse und ich würde das super gerne anfangen zu lesen. Jetzt muss ich mich aber gedulden, denn für den dritten Teil, da gab es ewig keinen Kaufalarm, keine Ahnung, momentan scheint da ein bisschen Flaute zu sein. Ich hoffe, dass ich den noch irgendwann kriege, weil auf eBay Kleinanzeigen zum Beispiel kann man gut und gerne 300 Euro für die drei Teile ausgeben und dazu bin ich nicht bereit. Also ich habe dann lieber Geduld und hoffe, dass ich den dritten genauso wie den zweiten hier auch nochmal irgendwann kriege. Ja, also ich wollte euch hier an meiner Freude einmal teilhaben lassen. Ich war einen Tag völlig hin und weg hier, als ich den dann in den Händen gehalten habe. Ich habe auch die ganze Zeit Angst gehabt, dass er doch in der falschen Version kommt. Ja, er ist richtig angekommen. Jetzt habe ich Teil 1 und 2. Ich bin hammerhappy. Ja, dann kommen wir zu einem Buch, das, wollte ich eigentlich gar nicht haben, habe ich dann aber doch gekauft. Das ist Vortex, das Mädchen, das die Zeit durchbrach, von Anna Benning. Das ist der zweite Teil der Reihe mit farbigem Buchschnitt. Die gab es ja nur in der Erstauflage im farbigen Buchschnitt. Die sind immer noch zu kriegen so, aber da müsst ihr schon Glück haben. Meine Schwester hat sich die gekauft und dann dachte ich, ja, wenn ich irgendwann mal Lust dazu habe, kann ich das ja bei ihr lesen. Ich wollte mir die gar nicht holen. Aber wir waren in einem Versicherungskaufhaus. Da haben die so Sachen von Brandschäden und so weiter. Normalerweise kann man da nicht gut Bücher kaufen, weil die oft verkohlt sind oder die sind halt echt dreckig da. Und ja, und normalerweise haben die da auch nichts Gutes. Jetzt lag da dieses Buch und ich weiß nicht, der musste dann mit. Er hat mich 8 Euro gekostet. 8,95 Euro statt 18 und hat halt noch den farbigen Buchschnitt. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich den ersten Teil möglichst schnell noch einen farbigen Buchschnitt kriege. Und den dritten Teil, den gibt es ja wahrscheinlich noch ein bisschen mit farbigem Buchschnitt. Aber ja, das wird dann wohl eine neue Reihe, die hier einzieht. Völlig ohne, dass ich das wollte, aber manchmal kann man an Sachen halt nicht vorbeigehen. Ja, da kann ich euch auch einmal den Klappentext vorlesen. Da ich den ersten Teil nicht hier habe, muss ich einmal auf mein Handy gucken. Die Vortexe zerstörten unsere Welt. Wir lernten in ihnen zu laufen. Doch niemand ahnte, was sie in uns entfachen würden. Der Tag, an dem der erste Vortex über unsere Welt zog, veränderte alles. Er veränderte unsere Länder, unsere Meere und er veränderte uns. Seine Energien weckten Kräfte, die es nicht geben sollte. Kräfte des Feuers, der Erde, der Luft und des Wassers. Unsere Welt ist heute eine andere, doch die Vortexe sind geblieben. Ich lernte in ihren Wirbeln zu laufen. Ich lernte, ihre Kräfte zu meinen Kräften zu machen. Doch ich wusste nicht, welche Macht ich dadurch entfachen würde, bis ich ihn traf und meine Welt endgültig aus den Fugen geriet. Ja, es ist auch so ein bisschen Love Stories da drin und das Buch wurde jetzt gerade sehr, sehr viel hochgehalten, weil der dritte Teil hier rausgekommen ist. Ja, bei mir zieht es jetzt erstmal einfach nur ein Regal ein. Genau. Dann haben wir etwas, worüber ich mich auch sehr gefreut habe. Ich habe, das habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt, muss ich den richtigen zeigen. Die Lieder der Erde von Elizabeth Cooper. Und ich war völlig hin und weg, nachdem ich dieses Buch gelesen habe. Das ist ein so guter Auftakt einer Reihe. Ich habe es damals zur Erscheinung gelesen. Da gab es die anderen noch nicht. Und habe die Reihe dann nie weiterverfolgt. Das erste Band war so gut. Aber leider erinnere ich mich an nicht mehr, weil das schon so lange her ist.
Und jetzt habe ich gedacht, komm, dann möchte ich mir die anderen beiden Teile gerne kaufen und das gerne nochmal lesen, weil das war wirklich, es ist mir so positiv hängen geblieben. Und ja, dann habe ich festgestellt, dass man die überhaupt nicht mehr bekommt. Also kaufen kann man die eh nicht mehr und auch verkauft werden sie so gut wie gar nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Die Reihe hat vielleicht auch nie so den Hype gehabt. Vielleicht liegt es daran, dass die nicht so gut verkauft wurde. Ich weiß es nicht. Das ist aber ein ganz großartiges Buch und das hat es einfach so sehr verdient, gelesen zu werden. Ich möchte sie vollständig im Regal stehen haben. Und dann hat meine Schwester für mich einmal bei eBay Kleinanzeigen geguckt. Habe ich auch, ich habe es noch nicht gefunden. Und hat die komplette Reihe mit Teil 2, Die wilde Jagd, und Teil 3, Der Schleier der Macht, für mich gefunden. Die Reihe heißt, glaube ich, auch Die wilde Jagd. Aber nagelt mich da jetzt nicht drauf fest. Das Problem ist, dass die nur zusammen verkauft wurden und jetzt habe ich alle drei hier und den ersten Teil damit doppelt, weil ich den ja schon hatte. Aber ich glaube, der landet dann vielleicht in unserem Bücherschrank hier und irgendwer anders freut sich nochmal über das Buch. Ja, es sei denn, irgendwer von euch möchte den haben, weil ihm der erste Teil fehlt, dann meldet euch gerne bei mir. Meiner ist nicht mehr so schön, aber er hat keinen gebrochenen Buchrücken oder so. Naja. Ja, auf jeden Fall möchte ich euch jetzt hiervon den Klappentext einmal vorlesen, weil ich euch begeistern möchte dafür. Ein Hexer muss sterben. Darüber lässt das heilige Buch von Eador keinen Zweifel. Grausam verfolgt die Kirche all diejenigen, die bei der Ausübung von Magie erwischt werden. Doch dann geschieht das Unfassbare. Der junge Ger, eben noch auf seine Verurteilung als Hexer wartend, kann mit Hilfe eines mysteriösen Fremden fliehen. Auf der weiten Reise zu den Festinseln erfährt Ger, dass er eine besondere Gabe besitzt. Er kann den magischen Schleier, der die Welt vor dem Chaos und der Zerstörung dämonischer Wesen bewahrt, weben. Gers unbekannter Retter entpuppt sich als Hüter des Schleiers und als Lehrer an der Akademie, an der Ger lernen wird, seine Gabe zu nutzen. Doch viel zu früh werden auch Gers Feinde auf ihn aufmerksam und treffen ihn dort, wo er am verletzlichsten ist, bei seiner ersten großen Liebe, der charismatischen Aisha. Als der Schleier zu zerreißen droht und ein unerbittlicher Kampf zwischen den Welten entbrennt, trifft Ger eine schicksalhafte Entscheidung. Ich finde, das klingt ein bisschen so wie so eine sehr... Ah ja, The Wild Hunt Book One, also die wilde Jagd des Esse Buch. Ich finde, es klingt nach einer sehr generischen Fantasy-Geschichte. Es gibt Magie, wir haben einen magisch Begabten, der wird dann verfolgt. Aber diese Ausbildung von ihm, die war so genial und diese Liebesgeschichte hat mich so mitgenommen. Und es ist eine Liebesgeschichte erzählt aus der Sicht des männlichen Protagonisten und trotzdem hat sie mich sehr berührt. Ich habe damit sonst eher, ja, die lassen mich eher so ein bisschen kalt, wenn das aus der Sicht des Mannes geschrieben ist. Hier hat es mich sehr berührt. Ja, auf die Reihe freue ich mich sehr. Ich bin echt happy, dass ich die jetzt hier vollständig habe. Ja, so viel dazu. Dann habe ich was, das war auch völlig ungewollt, das ist überhaupt nicht auf meinem Mist gewachsen. Das war auch meine Schwester. Die hat, jetzt gucke ich mal den ersten Teil hier, Ich fürchte mich nicht von Tahereh Mafi gelesen. Oh Gott, das ist ein Aufkleber, der da so drauf ist. Es ist kein Aufkleber, es ist einfach drauf gedrückt. Wer macht sowas? Oh. Naja, die hat diesen ersten Teil gelesen und dann festgestellt, dass man Teil 2 und 3 nicht mehr kaufen kann und ist vollkommen durchgedreht und hat dann, weil es einfach nicht zu kriegen war, die auf eBay Kleinanzeigen gekauft. Den zweiten Teil, glaube ich. Nein, ich weiß es nicht. Und zwar auch nicht ganz billig. Und die liebe Verkäuferin hat den ersten Teil dann kostenlos damit zugelegt, weil das ein Leseexemplar ist, was sie nicht verkaufen darf. Und ja, den hat meine Schwester mir dann hier hingelegt, gesagt, bitteschön. Und dann, das ist natürlich sehr nett, aber jetzt habe ich hier die nächste Reihe am Wickel, die ich gar nicht haben wollte. Und sie war so begeistert davon und es war so schwierig für sie, den zweiten und den dritten Teil zu kriegen, dass als der zweite und der dritte Teil dann bei Rebuy waren, ich die direkt gekauft habe. Das heißt, ich habe jetzt die ganze Reihe hier. War für mich tatsächlich nicht so teuer. Ich glaube, ich habe 25 Euro jetzt für die drei Bücher bezahlt. Für die Wilde Jagd habe ich 15 Euro bezahlt, also 5 Euro pro Buch, was super in Ordnung ist. Die Bücher haben nämlich gar nichts. Und hier habe ich den... ich glaube, der dritte Teil ist das. Ich brenne für dich. Könnte auch der zweite sein. Den habe ich einfach eingeschweißt gekriegt. Komplett neu. Und den hier habe ich als Mängelexemplar bekommen. Aber bis auf diese Stöße, die er
unten hat beim Mängelexemplarstempel, hat das Buch halt auch nichts. Deswegen habe ich jetzt hier eine ganz tolle Reihe in ganz toller Qualität, die ich nicht geplant hatte. Mal gucken, ob hier was unter dem Buchdeckel versteckt sich. Nee, ist nichts. Okay, ich lese euch mal den Klappentext vor. Achso, vielleicht bevor ich das mache, die sind wirklich hässlich, oder? Also ich finde die wirklich nicht schön, mit diesem Betongrau. Und über die Cover kann man sich ja noch streiten. Das ist ja vielleicht noch ganz cool gemacht, aber also so stehen sie nachher in Jahren mal im Regal und das sieht ja wirklich ganz furchtbar aus. Egal, ich habe eine Gabe. Ich bin das Leben. Berühre mich. Ihr Leben lang war Juliette alleine, eine Ausgestoßene, ein Monster. Ihre Berührung ist tödlich, ihre Kräfte sind unmenschlich, man fürchtet sie, hat sie weggesperrt, bis die Machthaber einer fast zerstörten Welt sich ihrer als Waffe bedienen möchten. Juliette weigert sich, beschließt zu kämpfen. Gegen die sie gefangen halten, gegen sie, sich selbst, das Dunkel in ihr. An ihrer Seite ein Mann, zu dem sie sich unaufhaltsam hingezogen fühlt. Ihn zu berühren ist ihr sehnlichster Wunsch und ihre größte Furcht. Ganz spannend hier drin ist, dass Sachen, die sie denkt, jetzt finde ich es natürlich nicht, hier war es, die streicht sie dann durch, weil sie nicht zufrieden ist mit sich selbst. Und das macht wohl einen der Reize von diesem Buch aus. Ich bin gespannt, wenn meine Schwester sagt, das ist so genial, dann wird das schon bestimmt gut sein. Das landet hier erst auf den Sub. So. Ach ja, dann kommen wir zu meinem zweiten Kauf, den ich kaufen musste. Ich konnte das nicht liegen lassen und ich bin auch echt happy darüber. Das ist auch aus diesem Versicherungskaufhaus. Aber wie ich schon sagte, normalerweise sind die Bücher alle beschädigt und keine Ahnung. Dieses Buch hatte nichts, es war original eingeschweißt. Und guckt mal, was ich hier aufgetrieben habe. Pinocchio von Carlo Collodi. Also die Abenteuer des Pinocchio. Und das ist die illustrierte Version von Mina Lima. Die hier bei mir auch alle schon im Regal stehen. Also ich habe erst zwei. Und ich glaube, es gibt derzeit 6. Es kommt aber auch demnächst wieder ein neuer im Herbst. Und ich kaufe mir die nach und nach. Das Problem ist, dass ein Buch hier 32 Euro kostet. Und das ist halt schon Hausnummer. Deswegen ist das eher, ich wünsche mir da mal einen zum Geburtstag oder... wenn ich mir mal keine Bücher gekauft habe, dann kaufe ich mir auch mal hier ein. Ist aber nichts, wo ich jetzt sage, ich kaufe mir alle gleichzeitig, dafür ist es mir dann doch zu viel. Aber die sind einfach wunderschön. Also sie hat die so schön illustriert und diese Extras, die da drin sind, oh ja, das ist ja auch ein ganz besonderes Highlight. Das kann man so nach vorne klappen. Ich will es jetzt nicht kaputt machen, ich sehe es hier nicht so. Und dann hat man hier so ein kleines Puppentheater. Also die Sachen, die hier drin sind, die sind ganz, ganz, ganz toll. Und die Geschichten finde ich auch super. Zum Beispiel bei Die Schöne und das Biest, das weicht halt so von den Disney-Filmen ab. Das ist ja die Grundgeschichte. Und ich war so neugierig, das zu lesen. Das hat mir super gut gefallen. Das gleiche gilt für Peter Pan. Da bin ich auch nie durchgestiegen durch diese Handlung im Film. Wobei das wirklich sehr gleich ist mit dem Disney-Film. Und bei Pinocchio bin ich jetzt wirklich umso gespannter. Und ich freue mich riesig auf die Geschichte. Und der geheime Garten wäre so das nächste, was ich mir gerne holen würde. Aber 32 Euro normalerweise, das war eingeschweißt, hat keine Macken, kein gar nichts. Und ich habe dafür 15 Euro bezahlt. Ich habe mich so gefreut, dass wir das da gefunden haben. Und ich war da so happy drüber und den Kauf bereue ich hier auch überhaupt nicht. Das erweitert meine Sammlung hier ganz groß. Also das kommt jetzt auch direkt wieder hier oben. Jetzt muss ich das Regal nur mal umräumen, weil es steht jetzt nicht mehr. Es passt halt nicht mehr zwischen. So, dann haben wir etwas, was ich mir tatsächlich mal bestellt habe. Das war aber schon im April. Und ich finde das so cool. Ich habe letzte Woche einen neuen Nagellack gekauft. Und diese Bücher, die kamen erst am Wochenende. Und wie cool passt mein Nagellack bitte zu meinen Büchern? Ja, wie auch immer. Ich habe mir gekauft den ersten und zweiten Teil der Wayfarer-Saga. Und zwar Das Lied der Nacht und Das Flüstern des Zwielichts von C.E. Bernard. Ich wusste nicht, dass die metallic sind, dass die so shiny sind. Das wusste ich nicht. Und ich bin so glücklich gewesen, als sie hier angekommen sind. Das sieht so cool aus. Das sind die schönsten Bücher überhaupt, finde ich. Ich weiß nicht. Also ich habe die gekauft, weil ich fand, dass die Cover unglaublich schön sind. Das ist ein bisschen schwierig, die zu zeigen, weil sie so glänzen. So vielleicht. Das soll auch relativ düster sein. Ich hatte da so, so Bock drauf und das hat sich so gut angehört. Und jetzt haben die einfach noch so eine schöne Farbe.
Und kleiner Bonus, obwohl ich nicht mehr für die Bücher bezahlt habe, sind sie handsigniert von der Autorin für mich. Beide. Kann ich euch auch noch an dem anderen zeigen, aber sieht eigentlich genauso aus. Das finde ich auf jeden Fall sehr cool, denn ich habe keine signierten Bücher hier, gar keine. Und das wären jetzt die ersten zwei gewesen, aber ich habe letztens auf dem Flohmarkt ja drei Fitzek-Bücher gekauft und davon war eins unterschrieben. Und das habe ich nicht gesehen, das habe ich erst gesehen, als ich es dann letztens im Urlaub gelesen habe. Zeige ich euch auch nochmal in meinem Lesemonatsvideo nächste Woche. Aber deswegen sind das jetzt zwei und drei meiner signierten Bücher hier in meiner Sammlung. Der dritte Teil von dieser Wayfarer-Saga, der kommt übrigens im November und ich hoffe, dass Bücherbüchse wieder, also die sind von der Bücherbüchse, dass die wieder so eine Aktion machen, weil dann bestelle ich mir auch den dritten signiert und sonst kaufe ich mir den aber. Das sind auf jeden Fall Bücher, die ich auch unbedingt demnächst lesen werde, die sollen auf jeden Fall dieses Jahr noch drankommen. Ich habe mich auch sehr gefreut zu sehen, dass der dritte Teil demnächst schon kommt und nicht erst in anderthalb Jahren oder so. Und jetzt will ich euch nicht weiter auf die Folter spannen und euch den Klappentext einmal vorlesen. Ich erzähle euch eine Geschichte. Sie beginnt in einem finsteren Tal mit hohen, schneebedeckten Bäumen. Sie beginnt mit einem einsamen Wanderer in den fahlen Stunden des Zwielichts, in der blauen, glänzenden Dämmerung. Sie beginnt mit einer Frage. Fürchtet ihr euch? Das sagt uns jetzt natürlich gar nichts, also lese ich euch auch nochmal hier vorne den Klappentext vor. Das verschneite Königreich Shur kennt zwei Gesetze. Entzünde in der Nacht kein Feuer und sprich in der Nacht kein Wort. Und niemals, niemals darfst du in der Dunkelheit singen. Denn sonst folgen die Schatten deinem Lied und sie werden dich töten. Wade ist ein Wanderer, ein einsamer Wolf, der nur selten die Gesellschaft von Menschen sucht. Einzig die Bardin Sea ist seine Vertraute, die nicht nur mit ihrer Laute meisterhaft umzugehen vermag, sondern auch mit ihrer Streitaxt. Es ist ausgerechnet die Nacht von Wades und Seas Zusammentreffen, in der es in einem nahegelegenen Dorf zum Massenmord kommt. Monströse Schatten treten aus der Dunkelheit und schlachten die Menschen ab. Was niemand ahnt, die dunklen Nächte sind gekommen, in denen das Blut der Menschen fließen wird. Wade und Sayer sind die einzigen, welche die Schatten zurücktreiben können, falls sie das Lied der Nacht erlernen. Ich habe jetzt hier, eben ja ausgepackt, die Lieder der Erde. Das hier ist das Lied der Nacht und eins meiner Lieblingsbücher oder meine Lieblingsreihe beginnt mit dem Buch Das Lied der Dunkelheit. Ich angle das mal. Glaube ich, dass ich das angle. Das hier. Also Bücher mit Liedern und Titel scheinen was für mich zu sein. Deswegen bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden, weil ich dachte, oh, das klingt schon wieder so. Und ich finde, das klingt so düster, so unheimlich, so richtig gut, es gefällt mir. Ich bin so gehypt auf diese Serie. Ja, ich weiß gar nicht. Achso, eine Sache kann ich euch noch sagen. Ich habe da eben drin rumgeblättert, weil ich würde am liebsten jetzt lesen. Und ich habe entdeckt, dass in diesen Büchern ein QR-Code ist, mit dem man mit Augmented Reality der Geschichte folgen kann. Und auf so ein paar Seiten sind dann einfach, ich weiß nicht, dazu zu Kapiteln oder so kann man das dann machen. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Sowas habe ich überhaupt noch nicht gemacht. Und ich werde euch auf jeden Fall eine Rezension dazu geben, wie cool das war, ob das cool war, ob das funktioniert hat. Hier hinten drin ist auch die Spotify-Playlist der Autorin und vielleicht kann man sich das dann auch dazu anmachen. Also das sieht für mich mal wieder nach einem richtig, richtig guten High-Fantasy-Kram aus. Ich bin da so gehypt drauf, ich kann es gar nicht oft genug sagen. So, das waren meine Neuzugänge, reicht auch wieder. Ich muss mich vielleicht auch mal entschuldigen, ich bin momentan nicht so viel präsent. Bei mir ist gerade Klausurenphase, wenn die vorbei ist, dann geht es hier wieder richtig los. Ja, auf jeden Fall werde ich jetzt gleich nochmal einen kleinen Ausflug zu Ikea machen. Und vielleicht gibt es dann dazu diese Woche nochmal ein zweites Video, weil ich meinen Substapel gerne aufräumen möchte. Und ja, lasst euch überraschen, was da kommt. Dann könnt ihr mal sehen, was hier bei mir gerade alles so rumliegt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss!